Okay, ich weiß, einige von euch können diese ganzen Theorien und Spinnereien nicht ab. Allerdings haben wir aktuell nicht wirklich mehr als bestimmte Gerüchte und Legenden über die Fortsetzung des Jurassic-Universums. Ich bin jetzt auf eine Aussage gestoßen, bei der ich mir gedacht habe, ja, Moment, das ist irgendwie wahr. Und zwar geht es hier darum, wie es denn mit Jurassic Park weitergehen könnte. Denn man könnte jetzt irgendwo auch sagen, ja, wir haben doch eigentlich schon alles gesehen. Wir haben Dinosaurier gesehen, wir haben Ingen-Dinosaurier gesehen, wir haben hundertprozentige Biosyn-Dinosaurier gesehen, wir haben die Hybriden gesehen. Was haben wir denn noch nicht gesehen? Und ich rede jetzt hier nicht von Mammuts oder Säbelzahntigern oder ähnlichem. Nein, ich rede hier von etwas, das wir wirklich noch nicht gesehen haben. Worum es hierbei geht, erfährst du jetzt in diesem Video. Viel Spaß! Auf die Idee, dieses Fass aufzumachen und das Thema mal zu besprechen, hat mich ein Zuschauer unseres Livestreams gebracht. Ich habe dir unsere aktuellen Livestreams mal hier oben verlinkt, da kannst du gerne mal draufklicken. Da spielen wir aktuell Jurassic World Evolution und reden quasi permanent über das Thema Jurassic Park, Jurassic World. Was könnte sein, was wird sein, wie finde ich das, wie findet ihr das? Wir haben sogar schon live unser eigenes Was-wäre-wenn-Szenario zusammengesponnen, was ich dir mal unten in der Beschreibung verlinkt habe. Also die Livestreams sind aktuell wirklich unfassbar kreativ und helfen mir auch sehr viel dabei weiter, Content für diesen Kanal zu kreieren. Unter anderem wurde jetzt im aktuellsten Livestream mal die Aussage gebracht: Tobi, ist dir eigentlich aufgefallen, dass wir eine Sache in Gesamt Jurassic noch nie gesehen haben? Einen hundertprozentig funktionierenden Hybriden. Und da bin ich stutzig geworden und habe mir so gedacht: Okay, ja, das ist richtig, aber ist das überhaupt ein Thema? Und ich muss sagen, tatsächlich könnte das in Zukunft ein unfassbar wichtiges Thema werden. Welche Hybriden kennen wir bis jetzt? Wir kennen zum einen den Scorpius Rex, der ja wirklich rein als Waffe konstruiert wurde. Ich meine, das Tier konnte mit Giftpfeilen schießen, hatte diesen Infrarotblick und naja, der einzige Fehler an diesem Tier ist eben gewesen, dass er nicht zu bändigen gewesen ist. Also das Tier war mitunter das wildeste Hybridentier, das wir im gesamten Jurassic-Franchise jemals hatten. Und eins meiner Lieblingshybriden, weil ich finde, die Backstory ist auch sehr dramatisch von diesem Scorpius Rex. Wenn du die Animationsserie Jurassic World Camp Cretaceous noch nicht gesehen hast, hol das auf jeden Fall nach. Gerade Staffel 1 bis 3 sind unfassbar gut. Danach mach's trotzdem. Und alleine wegen dem Scorpius Rex lohnt sich das unfassbar, die Serie zu schauen. Aber hier haben wir quasi den Anfang gehabt. Der Scorpius Rex war der Ursprung dessen, was wir später sehen. Kurz darauf haben wir den Indominus Rex geschaffen bekommen. Auch der war im Endeffekt nicht mehr als ein Prototyp für militärische Aufgaben. Das Tier wurde uns zwar im Film so verkauft, als hätte er bestimmte Fähigkeiten, damit es die Zuschauer nicht länger langweilt, weil die Zuschauer wollen ja mehr Zähne sehen und größere Saurier und coolere Saurier. Und ich meine sogar, Owen macht sich über den Namen Indominus Rex lustig und sagt sogar selber, es ist keine gute Idee, einen neuen Dinosaurier zu erschaffen. Damit meint er, einen Dinosaurier zu erschaffen, den es einfach so per se nie gegeben hat. Der Indominus Rex ist hierbei gar nicht mal so ein Riesenfehlschlag, aber auch hier war das Tier noch nicht so weit, um eben die Kontrolle zu beginnen. Hoskins selbst weist also im ersten Jurassic World Film darauf hin, dass dieses Tier an Perfektion erreichen würde, wenn man es einfach noch verkleinern würde. In Jurassic World 2, Fallen Kingdom, mischt man also so ein bisschen die Idee des Scorpius Rex, was die Größe angeht und eben auch die, naja, die Kampffunktion, die Waffenfunktion des Dinosauriers, mit dem, was der Indominus Rex konnte, also die Intelligenz des Indominus Rex. Und auch ein Teil vom Aussehen. Ich finde, der Indoraptor sieht mehr aus wie der Indominus Rex als der Scorpius Rex oder eigentlich wie ein perfektes Gemisch von beiden. Aber auch hier war das Tier noch nicht bereit für das Militär, denn auch hier haben wir gesehen, okay, der Indominus Rex funktioniert zwar auf Abruf mit diesen Waffen. Wenn ich jetzt gerade drüber nachdenke, warum haben die gesagt, dass das Tier nicht funktioniert? Weil der hat doch im Film funktioniert, oder nicht? Weil möglicherweise gab es Feldtests, die eben das Gegenteil bewiesen haben. Aber auch hier haben wir wieder einen Hybriden gehabt, der eben nicht fertig war, der eben nicht das gewesen ist, was, naja, Ingen, Biosyn, wer auch immer, kreieren wollte. Das heißt, eigentlich haben wir noch eine offene Frage hier übrig, die man in künftigen Filmen beantworten sollte. Nämlich, wie würde denn der perfekte Hybrid aussehen, der funktionieren würde, der optisch wahrscheinlich wieder ein Gemisch aus allen zusammen wäre, der perfekte Hybrid, die ultimative Killerwaffe? Könnte ein kommender Jurassic World Film es genau damit zu tun bekommen? Unter anderem quasi so als Hauptfokus
Showkampf als Hauptbösewicht, könnten wir den perfekten Hybriden noch zu Gesicht bekommen. Diese Theorie will ich mal so im Raum stehen lassen und ich bin auf eure Meinung dazu gespannt. Meint ihr, das wäre ein Ding oder noch viel wichtiger, wäre das denn cool? Oder sagt ihr, nein, ich habe genug von diesen Hybriden, ihr kennt meine Einstellung dazu, ich mag Jurassic Park mehr als Jurassic World, aber ich sag, jetzt habt ihr die Büchse der Pandora bereits geöffnet, wir haben jetzt Hybriden und Menschenklone, jetzt nehmt das auch und dreht damit komplett wild, gebt mir jetzt diesen perfekten Hybriden. Das ist zumindest meine Meinung. Ich bin auf deine gespannt. In diesem Sinne bin ich raus für heute mit diesem Theorievideo. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Ciao.